Oh, Penham, hi. Have you ever chased a skirt wizard, or do you merely hide behind them? Don't pawn your personal problems off on me. They will use you, cast you off when it suits them. Never speak another word to you. Maybe they just don't answer to fiery whore. Ja, hast du schon mal einem Rock nachgejagt, Zauberer, oder verbirgst du dich nur hinter ihnen? Lade deine persönlichen Probleme nicht auf mich ab. Sie werden dich benutzen und dich verstoßen, wenn es ihnen passt, nie wieder ein weiteres Wort mit dir sprechen. Wir reagieren sie einfach nicht auf feurige Hure. Der ist gut gewesen. Ja, Penham. Penhams Gesicht ist bleich. Du hast doch eben mit diesem kleinen Medium gesprochen, oder? Einer meiner Novizen berichtete mir, dass er jemanden im Archiv gesehen hat. Er geht langsam einen Schritt auf dich und steckt seine Hand aus. Gib mir die arrestattliche Versicherung. Ich habe dir nichts getan. Er legt seine andere Hand nahe an seinem Schwertgriff. Was bedeutet das für dich? Deine Vorgesetzten verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Kopf hoch, du hast immer gedacht, du seist jemand Besonderes. Bald wird jeder wissen, dass du das bist. Keine Sorge, ich bin sicher, die Ritter werden dich bleiben lassen, damit du die Latrinen schrubben kannst. Die Versicherung zurückgeben. Du hast recht, nimm es. Was bedeutet das für dich? Meinst du das ernst? Wie würde es dir gefallen, wenn jemand drohen würde, dich aus deinem Orden zu werfen, nur wegen irgendeines Zufalls in einem frühen Leben? Und dass du dich nicht einmal erinnerst. Jeder Dürrwälder, reich oder arm, hat... Arm kann eine Position bei den Spätzierrittern anstreben. Jeder kann in den Rang des Hochritters aufsteigen. Außer jenen, die mit der falschen Seele geboren wurden. Sieh mir in die Augen und sag mir, dass das vernünftig ist. Ja, geben wir sie mal, weil alles andere würde in Blutvergießen enden. Du hast recht, nimm es. Er nimmt es dir mit der zittrigen Hand. Du weißt gar nicht, wie wichtig mir das ist. Herr Schluck, danke, dass du vernünftig geblieben bist. Jetzt tu das gleiche für Osric. Gib ihm seine Familienbrustplatte zurück. Er zögert und dann klammert die eidesstattliche Versicherung. Ich bin dir sicherlich dankbar, doch Osric hat seine Strafe verdient. Und dich geschickt, um seinen Ärger an mir auszulassen. Warum sollte ich irgendwas für ihn tun? Dies sei sein Gefallen für mich. Bist du so sehr in der Vergangenheit gefangen, dass du unbedingt seine Rüstung tragen musst? Osrics Galeriengeschichte ist ihm wichtig. Nachdem ich dir so geholfen habe, willst du ihm das missgönnen? Ja, konfrontieren wir ihn einfach mal, ob er in der Vergangenheit gefangen ist. Er schaut auf die Brustplatte hinab. So habe ich das noch nicht gesehen. Er zieht sie aus und übergibt sie dir. Ich hoffe, das verschafft ihm etwas Frieden. Um vielleicht einen Grund weiterzumachen. Er nickt und geht. Ja, Erfahrung erhalten. Wir sind jetzt Verbündeter der Schmelztiegelritter, wenn auch nur schwach. Ja, abtrünniger Ritter. Penham wurde bestraft und der Brustfinish ist nun in meinem Besitz. Osric wird erfahren wollen, wie die Sache ausgegangen ist. Ja. Osric hatte recht, die Dünnortstraße hatte festgestellt, dass Penham ein Seelenvermächtnis mit einem General teilt, der sich gegen die Unabhängigkeit des Dürrwalds gestellt hatte. Der Schmelztiegelritter hätte ihn niemals aufgenommen. Das Dokument in meinem Besitz ist eine gefälschte eidesstattliche Versicherung, durch die Penhams beflecktes Seelenvermächtnis vertuscht werden soll. Koran hat vorgeschlagen, dass sein Vorgesetzter auf Boot Schmelztiegel, Kommandant Cliver, sich um die Angelegenheit kümmern solle. Penham hat mich konfrontiert und ich habe beschlossen, ihm die eidesstattliche Versicherung zu geben. Und ich konnte ihn überzeugen, mir den Mondstarnisch zu geben. Ich kann ihn nun zu Osric bringen. Penham wurde bestraft und ist nun... Und der Brustharnisch ist nun in meinem Besitz. Osric wird erfahren wollen, wie die Sache ausgegangen ist. Gut. Aber jetzt wird es Zeit, das Sanatorium zu betreten. Ja, Haus Dominel hat... Oder Dominel. Oder Dominel. Ich sage immer Dominel. Oder Dominel. Hat ein riesiges Haus im Vergleich zu
zum Beispiel Raymond oder zum Verkurt. Fast nur das Sanatorium ist ungefähr genauso groß, aber das wird seinen Grund haben. Und hier ist überall Adra an der Küste. Mann, was da Adra ist. So, dann mal ab hier rein. Ja, das hier drin wird auch ein Spaß werden. So, Sanatoriumswächter. Da hinten geht's runter. Wir gucken uns aber erstmal hier oben um. Auf dem Tisch liegt eine Reihe von Prospekten und Broschüren mit Titeln wie die praktischen Vorzüge der Beseelung und Seelenanpassung, die für gut angepasste Seele. Ja, Fabian Bernard, die hatten wir, glaube ich, schon eingesammelt. Poesie aus Nazitak, eine Sammlung. Das klingt sicherlich interessant. Werther, ein Beseeler aus den Republiken namens Baneko, bittet um eine Unterredung. Überbringe ihn eine förmliche Einladung. Sorge dafür, dass die nötigen Vorkehrungen getroffen werden. Natürlich. Die Seele dieses Mannes wurde von einem Biorig zerrissen. Wie man sieht, zeigt der Patient keinerlei Reaktion, typisch für ein Seelentrauma. Yes. Der Beseeler legt einen kleinen Stein auf die Stirn des Patienten. Ein Teil seiner Seele wurde in der Nähe seines Körpers gefunden. Wir haben diesen Stein als Gefäß für die Übertragung verwendet. Hörst du mich, Oswin? Die Augen des Patienten öffnen sich langsam, bevor ein panischer, wilder Gesichtsausdruck ihn übermannt. Leider hat die anhaltende Dissoziation bleibende Nebenwirkungen. Der Patient wird immer aufgeregter, er stöhnt und ächzt und reißt an seinen Gurten. Wir sind überzeugt, dass wir durch weitere Forschung Patienten wie Oswin rehabilitieren können. Howdy-do. Ein glatzköpfiger Mann mit krummer Nase deutet demonstrativ auf den regungslosen Körper eines Patienten, der von einer kleinen Gruppe interessierter Zuschauer liegt. Er spürt deinen Blick auf sich und hält inne. Möchtest du zuhören? Was genau tust du hier? Wir sind nah an der Wildnis erklärt, Vater, dass wir jedes Jahr mehrere Opfer durch Biorigs haben. Überlebende, die mit Komplikationen zu kämpfen haben. Dieser Mann hier ist ein schwerer Fall. Seine Essenz ist nur noch ein seidener Faden. Ich stehe noch am Anfang meiner Forschung. Ich fange gerade erst an, Zusammenhänge zu verstehen. Aber mit der Zeit finde ich hoffentlich einen Weg, die Leute vor den Auswirkungen des Sturms zu schützen. Hail and well met. Hallo, kann ich irgendwie helfen? Ich möchte mehr über das Sanatorium erfahren. Er nickt eifrig. Es war die Aufgabe, die mich angezogen hat, die Behandlung der Verstörten. Niemand sonst schien sich für sie zu interessieren. Hier vollbringen sie Wunder für sie. Ich habe gesehen, wie Menschen von unbestimmbarem Verlangen und gierigen Hunger geheilt werden. Ich habe Krüppel laufen, sehen und Patienten mit Dysphorie lachen. Alles in diesen Mauern. Der Gedanke, dass der Duke mit einem einzigen Befehl einem ein Ende setzen könnte, hält mich nachts wach. Welcome. Ja, was weißt du über Erweckung? Ich würde, das ist nicht mein Fachgebiet. Mhm. Auf dem Tisch liegen eine Reihe von Prospekten und Broschüren mit Titeln wie... Also, das hatten wir schon gelesen. Gut. I'm here. Dann reden wir mal mit dem Oberwärter. Oberwärter Edelmore, eine gut gepflegte Statue eines Mannes im mittleren Alter, wacht über den Raum. Regnus blickt sie über das geschäftige Treiben hastig dahin. Eilender Akademiker, die von hoffnungsvollen Verzweifelten bedrängt werden. Sie strahlt eine starke Wärme aus, die du auch am anderen Ende des Raumes spürst. Unter dem Stein ruht eine menschliche Seele. Du spürst, wie ihre Aufmerksamkeit sich auf dich richtet. Es ist lange her, dass ein Wächter diese Hallen mit seiner Anwesenheit beehrt hat. Seine Stimme erzeugt ein tiefes Echo, das den Boden unter deinen Füßen erzittern lässt. Ich beneide dich um deinen natürlichen Tiefblick. Es wäre mir zu Lebzeiten bei meiner Arbeit eine große Hilfe gewesen. Nun denn, was führt dich in mein Sanatorium? Ihr könntet ein Mitglied des bleiernden Schlüssels in eurer Mitte haben. Edelmore stöhnt und der Stein um sich herum bebt.
Ich hätte darauf verzichten können, das zu hören. Wie oft haben sie sich in unsere Angelegenheiten eingemischt? Natürlich kann man selten sicher sein, ob sie die Finger im Spiel hatten oder ob das Unglück von alleine zugeschlagen hat. Aber einige ihrer weniger fähigen Infiltratoren wurden hin und wieder enttarnt. Sie sind ein konstantes Ärgernis. Erneut muss ich bemerken, wie neidisch ich auf deine Gaben bin. Sie sind gewiss äußerst nützlich, wenn man seine Identität bestätigen möchte. Du stehst ebenfalls im Zwist mit dem blauen Schlüssel, nehme ich an. Sie haben etwas, das ich brauche. Mir gefällt nicht, wofür sie stehen. Das würde ich nicht so sagen. Sie führen etwas im Schilde und ich will herausfinden, was. Sie führen immer etwas im Schilde. Dessen kannst du dir gewiss sein. Wenn du in ihren Plänen eine Rolle spielst, so hast du mein vollstes Mitgefühl. Hast du einen Hinweis, wer diese Person sein könnte? Ich nehme an, dass es ein Patient ist. Das weiß ich erst, wenn ich ihr begegnet bin. Es wäre unklug, jemanden auszuschließen. Jeder ist verdächtig. Ich nehme an, dass es ein Patient ist. Also gut, in dem Fall würde ich empfehlen, dass du zunächst mit unseren Beseelern sprichst. Sie haben regelmäßig mit Patienten wie auch mit Kollegen zu tun. Du findest sie hier oben oder in ihren Büros unten. Du wirst mir als Verdächtige sofort melden. Das ist meine einzige Bedingung. Ich suche einen Beseeler namens Modred. Modred, natürlich, du findest ihn unten im ersten Raum. Ich frage mich, wie du in diesen Zustand geraten bist. In die Statue, meinst du? Nun, er lacht. Ich war alt? Und es erschien mir einfach falsch, ein ganzes Leben im Dienste der Entdeckung, nur um es im Tod alles zu verlieren. Irgendwo würde ich irgendwann in einem neuen Körper erwachen, ahnungslos und unwissend, und einen völlig anderen Weg einschlagen. All meine Erfahrungen wären vergeudet gewesen. Wenn wir je die Grundlage unserer Existenz ergründen wollen, müssen wir unsere physischen Limitierungen überwinden. Davon bin ich überzeugt. Weiterzuleben als Teil von etwas, was ich mit aufgebaut habe, erschien mir ein besseres Vermächtnis als das, welches die Natur im Sinn hatte. Die Übertragung selbst war recht simpel, was unsere Techniken angeht. Dafür bin ich dankbar. Das Spielen mit Seelen ist sehr viel einfacher zu akzeptieren, wenn es nicht die eigene ist. Aber ich vermisse es, mich aktiv an den wissenschaftlichen Bemühungen hier zu beteiligen. Hin und wieder hat einer unserer Beseeler Erbarmen und zieht mich bei einem Problem zu Rate. Aber sie sind nur von Natur aus eifersüchtig und scheuen daher meist die Zusammenarbeit. Wenn du selbst darüber nachdenkst, kann ich dir sagen, dass es nicht für jene geeignet ist, die sich schnell zu langweilen beginnen. Ja, du kannst halt da nicht weg. Erzähl mir vom Sanatorium. Eine Geschichtsstunde? Welch seltenes Vergnügen. Die meisten, die herkommen, möchten nur den Ton ein Schnippchen schlagen. Wir sind eine alte Institution für dürrweltische Verhältnisse. Wir befinden uns in unserem 94. Jahr. Wie es in so vielen Städten der Fall ist, brachte das Wachstum von Trutzbucht eine ganze Reihe von Problemen mit sich. Eines der schlimmsten war, dass jene, die mit, sagen wir, unglücklichen Seelen geboren wurden, in Schaden die Straßen bevölkerten. Daher das Sanatorium. Fahrenheim war da die natürliche Wahl. Es war noch im Wachstum begriffen, aber es gab auch damals schon viel Geld hier. Diese Einrichtung verdanken ihr Überleben vor allem der Neugier der Wohlhabenden, wenn du mich fragst. Zur Zeit unserer Gründung stand man der Beseelung sehr misstrauisch gegenüber, genau wie heute. So viele Fortschritte gingen verloren, weil einige wenige sich fahrlässig Fehltritte geleistet haben. Doch mit der Zeit geriet das in Vergessenheit, wie es immer ist. Seitdem stehen wir an der Spitze der neuen Beseelungsbewegung. Wir haben unzähligen talentierten Forschern eine Heimat gegeben und die Grenzen unseres Wissens ausgelotet und erweitert. Auf eine nie für möglich gehaltene Weise. Einige der ersten sicheren Seelenübertragungen wurden hier durchgeführt und wir waren Pioniere der Seelenreinigung, der Ahnenanalyse, der Seelenkonservierung. Die Liste ist lang, wie ich mit Stolz sagen kann. Heute ist es, nun, ich kann nicht sagen, dass es noch immer so ist. Es gab Bemühungen, uns zum Schließen zu zwingen. Sie gehen von den nervösen Bewohnern des Dürrwalds aus, die zwar leidenschaftlich sind, aber nicht sehr weitsichtig. Wie sollte sie in dieses Vermächtnis und sie sehen, dass es etwas ist, was sie nicht verstehen? Es ist also nur natürlich, dass sie misstrauisch gegenüber allem sind, deren Verständnis das sie übertrifft. Für sie sieht es aus, als würden wir etwas verbergen. Just in diesem Moment befindet sich einer unserer Vertreter im Palast und verteidigt die gesamte Wissenschaft der Beseelung in einer Anhörung vor dem Duk, so absurd das auch klingen mag. Wenn die Anhörung nicht gut verläuft, könnte sie das Ende der Beseelung im Dürrwald bedeuten. Ich fürchte, Eva könnte sich durch all diese Unruhen beeinflussen lassen, auch wenn es noch so irrational ist. Wir werden sehen. Weiß hier irgendjemand was über Erweckungen? Eine Beseelerin im unteren Stockwerk ist den ganzen weiten Weg von Revua hierher gekommen, um sie zu studieren. Geht über die Treppe hinunter und sucht nach Bella Sesh. Okay.
Jetzt werden wir aber erstmal wieder speichern. Das wäre jetzt Play 11, nehme ich an, ja. Let's Play 011. Hier habe ich nur 10 geschrieben. Da habe ich die 0 vergessen, egal. So, speichern. Und jetzt gibt es einen Cut. Bis gleich.